Ja, Dirk Hibbert, bin erster Bürgermeister derzeit in Dresden und möchte am kommenden Sonntag Oberbürgermeister unserer wunderbaren Landeshauptstadt Dresden werden. Dafür sitze ich heute jetzt hier in diesem wunderschönen Umgebung im großen Garten und werde mich auseinandersetzen mit Facebook- und Twitter-Kommentaren. Zunächst fragt jemand, beide sind eine Zumutung, obwohl der dicke Mann nicht so verkniffen guckt wie die Frau mit der Frisur von 1987. Ja, das sage ich ganz ehrlich. Zu anderen möchte ich mich jetzt nie äußern, aber zu mir selber. Jedes Jahr im Amt ist ein Amt, Amtsring mehr. Das bringt leider der Job so mit sich. Es steht wenig Zeit zur Verfügung für sportliche Bewegungen. Würde mich auch freuen, wieder etwas häufiger mit Fahrrad wandern oder, was ich sehr gerne getan habe in der Vergangenheit, paddeln machen zu können. Kommen wir zur nächsten Frage. Hilbert ist doch längst Stanges Steigbügelhalter. Kaum Wahlplakate von ihm im Stadtbild. Überall hängt die Spinnert-Wachtel rum. Und wer potenzielle Wählerstimmen abschmettert wie die der CDU, der will gar nicht gewinnen. Muss ich Sie enttäuschen, ich will gewinnen. Habe von Anfang an gesagt, ich gehe auf Sieg und werde, ich glaube auch gewinnen, ich gebe alles, dass das gelingt. Wir haben nur gesagt, und das zeigen auch Erfahrungen von vergangenen Wahlen, es wird keine Materialschlacht mit mir geben, sondern wir bringen die Botschaften von mir, auch die Herzensangelegenheit dem Wähler rüber, aber nicht, dass jeder Baum bestückt ist mit einem Wahlplakat von uns. Viel hilft nicht viel. Ich glaube auch, wir werden es am Sonntag merken, dass das doch mit mehr Durchschlagskraft ist. Was die CDU angeht, ich habe gesagt, zu allen Initiativen, auch früher, als ich mit den Freien Wählern gesprochen habe, ich freue mich über jede Unterstützung, aber bedingungsfrei. Es gibt mit mir keine Vereinbarungen. Ich möchte für alle Dresdner da sein und jetzt nicht einer Partei Diener sein. Das bringt große Probleme in Zukunft in der Amtsführung. Dann ist man vielleicht gewählt, aber muss mit großen Enttäuschungen dann diejenigen, die einen Unterstützer bedienen, weil sie Vereinbarung einfordert. Als nächstes habe ich die Frage. Der FDP-Diener, Herr Hilbert, ich habe es kein einziges Mal vergessen, was er aufgeschrieben hat, sollte sich um das Oberbürgermeisteramt von Klotzsche bewerben. Für Dresden ist er völlig ungeeignet. Das zeigt allein auch schon die Wahl seines Lebensmittelpunktes Dorf Klotzsche. Einer, der aufs Dorf zieht, denkt auch in Dorf und ist als der Oberbürgermeisterin für die Großstadt Dresden nicht geeignet. Also Herr Michel, der es geschrieben hat, Klotzsche war vor der Eingemeindung schon Stadt gewesen, sogar Kurort gewesen und Dresden ist aus vielen Dörfern zusammengesetzt. Das macht ja gerade den Reiz unserer Stadt aus, die Kleinteiligkeit und eine sehr grüne Stadt, über die wir sehr stolz sind. Über 60% unserer Stadt sind Grünflächen und insoweit versuchen wir ja gerade viele Ortskerne in unserer Stadt zu erhalten und eines der großen Ortskerne ist die Stadt Klotzsche gewesen, die bereits in den 20er Jahren nach Dresden eingemeindet worden ist. Sie können sicher sein, es gibt kaum einen stärkeren wirtschaftlichen Schwerpunkt unserer Stadt wie Klotzsche, kaum einen besser infrastrukturell angebundenen Stadtteil wie Klotzsche und insoweit, wir sind schon mitten in der Stadt angekommen und ich glaube, wenn Sie diese Frage den Klotschern zur Kenntnis geben, werden die sehr angetan sein von dem Fragenden. Als nächstes, Herr Hilbert sitzt in mehr als 10 Vorständen. Wo nimmt er die Zeit her, als OB tätig zu werden? Auch eine schöne Frage. Also, wenn man Oberbürgermeister einer Stadt ist, dann hat man schon in der Amtsfunktion eine ganze Reihe von Funktionen zu übernehmen, wo man die Stadt in verschiedenen Gremien, Aufsichtsräten und auch Vorständen von Vereinen vertritt. Das ist mir eine Ehre, für diese Stadt zu dienen. Das ist auch in der Gemeindeordnung festgeschrieben. Und jeder, der Oberbürgermeister dieser Stadt wird, auch wenn es wieder erwarten ich nicht sein sollte, muss diese Funktionen übernehmen, wenn er seine Aufgabe ausführen wird. Ich will das tun und habe das auch in der Vergangenheit wahrgenommen. Als nächste Frage habe ich, hat es keinen Sinn, die Zeit mit Wählen zu verschwenden? Denn egal, wen ihr wählt, korrupt sind die alle. Also,
wir kandidieren nicht in Russland oder irgendwelchen anderen Regionen dieser Welt, wo durchaus Korruption mit zum Amtsgeschäft gehört. Ich kann für unsere Verwaltung sprechen. Da gibt es ganz strenge Regeln. Mit Korruption hat da nichts zu tun. Und wenn Sie das nur in die Nähe davon kommen, grüßt in Dresden der Hammerweg. Und da möchte ich definitiv nicht meine Zukunft fristen. Nächste Frage. Herr Hilbert versucht einmal mehr, die Leute zu verwirren. Was macht ein FDP-Bonze? Nicht alles, um sich einen lukrativen Posten zu ergaunern. Hoffen wir mal, dass die Dresdner nicht so dumm sind, einen neoliberalen Abzocker zum Oberbürgermeister zu machen. Die Zusammenreihung von Adjektiven in diesem Satz setzen und der Fragestellung oder Aussage ja eher ist schon interessant. Ich trete nicht für die FDP an, habe meine FDP-Mitgliedschaft seit Übernahme der Amtsgeschäfte von Frau Oros ruhen gelassen, bin bereits, weil ich im vergangenen Sommer gesagt hatte, sollte es der Fall sein, dass Frau Oros nicht wieder für den Oberbürgermeister kandidiert, würde ich meine Kandidatur in Aussicht stellen, nachdem sie im November erklärt hat, dass sie nicht wieder antritt und vorzeitig aus dem Amt scheidet, habe ich sofort die bescheidenen Ämter wie paar Delegiertenmandate in der FDP sofort zurückgegeben und dann eben, wie gesagt, auch meine Mitgliedschaft ruhen gestellt, um eben bewusst für alle Dresdner da zu sein. Ein Mann, der dafür bekannt ist, Probleme in aller Seelenruhe auszusitzen. Und Pegida ruft dazu auf, diesen Mann zu wählen. Wollte Pegida der Regierung nicht Feuer unterm Hintern machen, dass wir ein lustiges Spiel in Zukunft. Pegida spaziert so seine Runden und Hilbert sitzt im Rathaus und trinkt in Ruhe sein Käffchen. Also mit Verlaub. Ich könnte jetzt aufzählen, wie viele Veränderungen in meiner Amtszeit von mir auch ausgegangen sind, die Stadt auch deutlich vorangebracht haben. Das sind nur einige Beispiele. Fangen wir mal bei Weihnachten an, den Striezelmarkt komplett umgekrempelt und mit deutlich mehr Nachfrage. Und am Anfang hieß es auch, Gottes Willen, kann man gar nicht mehr. Wir haben den schönsten Markt, schauen Sie mal vorher-nachher Bilder an, dann erübrigt sich die Diskussion. Stadt der Wissenschaften 2006 war Dresden gewesen, sind stolz auf diesen Preis. Gerade vor wenigen Tagen haben wir die Zukunftsstadt in Deutschland den Preis gewonnen. Alles Initiativen, die von mir ausgegangen sind. Und die Reihe würde endlos lang sein, wenn man sie jetzt alle aufführen wollte. Insoweit aussitzen, das falsche Wort für das, was ich tue. Ruhe bewahren, das ist vielleicht richtiger. Und mit Überlegtheit Entscheidungen treffen, das würde ich mir schon als Vorwurf annehmen, wenn das ein Vorwurf sein soll. Ich glaube aber schon, sollte ich am Sonntag gewählt werden, ist es was anderes, als wenn man Vertreter von einer gewählten Oberbürgermeisterin ist und das Amt auf Zeit mit auch Respekt gegenüber der Amtsinhaberin wahrnimmt oder selber der gewählte Amtsinhaber ist. Bin ich der gewählte Amtsinhaber, werde ich natürlich viel mehr auch meine eigenen Akzentuierungen hineinbringen. Das heißt aber nicht blinde Versprechungen, die ich danach nicht halten kann, denn die müssen alle finanziert werden. Und finanziell haben wir zwar eine schuldenfreie Stadt, aber deswegen noch lange nicht einen Goldesel im Keller, der uns alles ermöglicht, sondern wir müssen sehr strukturiert überlegen, was hat Priorität. Nächster Punkt. Wir brauchen keine neue Stasi. Deshalb Hilbert wählen. Den ersten Teil will ich nie kommentieren, den zweiten Teil ist richtig erkannt. Und das war's schon. Also, alle spannenden Fragen haben damit eine Antwort von mir bekommen. Ich freue mich am Sonntag auf Ihre Stimme und gehen Sie unbedingt wählen, denn Demokratie ist ein wichtiges Gut, was wir uns 1989 erkämpft haben. Wir sind mit dem Thema freie Wahlen auf die Straße gegangen, jetzt sollten wir es auch tun.